Hudele und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play GTA 5. Wir sind hier wieder live zurück am Start und haben eben in dem 2000 Abonnenten Special, also letzte Woche, ein paar Bekanntschaften hier gemacht. Und warum ist hier eigentlich eine Tür? Die geht sogar richtig, ich glaub's nicht. Um ein Bier zu trinken? Ach komm, Mensch, das müssen wir machen. Pisswasser. Ah. Lecker, 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 lecker. Pilz auch noch. Hm. So. Macht einen gar nicht besoffen. Ist ja schön. Nudels schicken. Ja, komm, einfach mal alles reinpfeifen. Die Zeit geht hier richtig. Das geht alles in einem schnelleren Intervall hier ab. Ungefähr ist eine Sekunde, eine Minute oder so. Ach, es war schön eingerichtet hier so an sich. So. Also geht schlechter. Das ist eine kleine Bude. Was ist denn für ein Radio? Hm, als altes. So. Suppele, dein Bonusgeld für den Story-Modus und Grand Theft. Ach, genau. Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn, Mann? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Ja, ich bin schon unterwegs. Macht einfach mal Stress. Kann ich gar nicht ab. Was wollte ich gerade erzählen? Genau, ich habe 500.000 Dollar gekriegt, erzähle ich auf der Fahrt. Ich muss mir mal ganz kurz hier die Stelle markieren. Und zwar müssen wir hier hin. Simon oder wie man den auch immer ausspricht. So. Jetzt zeigt uns netterweise GTA, und das möchte ich noch ganz kurz mal zeigen, bevor wir losfahren. Jetzt zeigen uns A die Strecke einmal an und auch B die Distanz. So, was ich jetzt erzählen wollte, während der Fahrt. Dadurch, dass ich das Spiel gekauft habe, am allerersten Erscheinungstag, habe ich noch 1 Million Dollar irgendwie freigeschaltet, auch ein paar für den Online-Modus und 500.000 alleine nur für den Story-Modus. Eigentlich galt das immer nur, wenn man das vorbestellt hatte, aber das galt wahrscheinlich auch für die Exemplare, die am ersten Tag verkauft wurden, keine Ahnung, aber war bei mir auf jeden Fall so dabei. Ich bin auch nicht böse drum. Ja, deswegen habe ich das Geld, da können wir uns vielleicht noch was Schönes im weiteren Spielverlauf mit kaufen. Vorausgesetzt, wir verdienen das Geld nicht noch so ein bisschen auf andere Art und Weise, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, ja, nee, ich bin in so einen Billigwagen hier reingefahren mit einer Reparatur 10 Euro und dann hat sich da wieder. So. Was ist denn hier im Prof? Was ist denn für ein Problem, Mensch? Hey, what's up, Simeon? My dear boy. Simeon, okay. So good to see you. Ja, finde so ich auch. Was hat er denn jetzt für Krämpfe? Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Nein. Anyway, congratulations. Ach, Scheiße. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the twist. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Ja, das würde ich auch mal so sagen. Possessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. Ja, und dann? Together. I never had a black son. But okay. If I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Also der kann einem sehr gut in Arsch kriechen. Franklin here has been awarded employee of the month. Ja, guck's, ne? You fucking with me, right? Nee, schon richtig. Both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying to get. What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. Ja, you pech, know what I'm ne? talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit, big dog. Big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say winner. Der hat ja Vorstellungen. Fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Der klingt auch schon sehr vertrauenswürdig. Jemandem, der so heißt, verkaufe ich natürlich gerne irgendwas. So, wenn ich mir jetzt kein Auto aussuchen darf, dann kündige ich hier gleich, aber...
Ach, man, haben wir kein tolles Auto hier mal? Warte mal. Bitte mal ein ganz anderes Auto nehmen. Hier, halt mal jetzt die Fresse, komm mal mit. Ja, das habe ich auch vor. Jedoch muss ich mir ganz kurz ein Auto besorgen. Irgendein anderes Auto mal, um mal ein paar Autos hier kennenzulernen. Kannst du bitte jetzt mal den Mund halten? Du, ich habe hier, glaube ich, eine Waffe. Nee, halt, wie kann man das denn auswählen? Willst du auch mal auf die Fresse? Das Auto sieht doch vertrauenswürdig aus. Du, das Auto kenne ich ja noch gar nicht. So. Die Karre ist aber irre langsam. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Oh, komm, weißt du was? Damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind, nehmen wir mal die Sache hier. Kann ich ja nicht ab, wenn wir so langsam fahren. Und der Franklin hat auch großes Talent, so Autos aufzubrechen, wie man gerade gesehen hat. Das heißt, der schlägt nicht die Scheiben ein. Der schafft das auch so. Hier sind die Zigaretten sogar, Mensch. Das ist ja toll. Ist ja ganz schön eng, das Auto. Hier eng, hier drin. Doch wie man auch schön sagen würde, safe and sound. So. Rasen wir mal hier runter. So. Wir sind auch gleich da, da muss ich mir das Glaber von dem hier nicht mehr anhören. Oh, scheiße, das habe ich die Ausfahrt verpasst. Ein Hooper hat die Karre auch. Eine Hooper hat die Karre auch, ein Hooper hat die Karre auch, genau. Deutsch vom Feinsten heute mal wieder. So, man kann leider nicht... Ihr könnt das vielleicht lesen, aber ich kann es leider nicht lesen, weil ich fahren muss. So. Ja, wo denn? Ich folge dir mal. Ich stelle mich mal einfach blöd und lass dir mal alles machen. Nicht auf die Fresse hauen, ne? Nee, gut, das ist nicht gut. Wupp. Wer denn? Ach, der. Hey, na? Was sind das denn für Agenten? Mann, Mann, Mann. Ein Auto. Mhm. Wieso ist denn das Tor einmal offen? Oder? Nee, es geht ja gerade auf. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Das ist Routine hier. Aber ganz genau. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. So. Hey, hold up. Was denn? It's in one of these lockups. Ach echt. Der ist ja richtig kreativ. Gehen wir mal hier ran. Und this bot a bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. Mann, ich will gerne die anderen Garagen noch gucken. Können. Oh. Richtig. Ja, der macht hier kurz einen Prozess. Hätte ich doch lieber eine andere Garage geöffnet. Headshot. Was hat denn für ein Idiot hier? Das ist ein bisschen auch wie der Simon da gerade, oder wie der auch immer heißt. Oh, ich glaube, ich habe den gerade, ja, an einer ganz speziellen Stelle getroffen. Oh, was habe ich gerade gemacht hier? Hilfe. Du, Mann, ich muss dich noch erschießen hier, verdammt. Mann, ich will jetzt mal nachladen jetzt. Ach, Mann, ich... Ah, kann den leider nicht erschießen, scheiße. So, ich glaube, wir kaufen uns mal irgendwie einen Schalldämpfer. Das kann doch nicht so laut hier sein. Diese Geräuschkulisse. Auf jeden einmal schießen, ist er für die nächsten Sekunden noch ein bisschen lahmgelegt. War hier noch jemand, der hier ein paar
Kugeln geschenkt kriegen möchte. Hier. Hallo? Hallo? Ach du da oben, hier, komm mal her. Ich komme leider jetzt nicht an deinen Kopf dran. Ah gut, ich. Oh, haben wir die Wand wenigstens noch rot gestrichen. Und die Lampe auch kaputt geschossen. Ach so. Ey! Ach scheiße, Mensch. So. Ich glaube, jetzt hat es sich auch langsam ausbezahlt gemacht, dass wir mal ein schnelleres Auto hier genommen haben. Na gut, es ist eine Limousine. Ich möchte nicht sagen, es ist ein schnelleres Auto. Mann, jetzt komm, gib mal ein bisschen Gas. Komm, Mann, jetzt. Ach hier, mit Y kann man rauszoomen. Ach so, gut, jetzt gut. Ah. So. Motherfucker's getting away from us. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit. So. Professor, you're right. Ich weiß gar nicht, wie kann man denn hier in der Luft das Auto richtig steuern? Ne? Da gab's ja hoch. So, und jetzt können wir zum Beispiel diese Fähigkeiten wieder nutzen. Ich weiß gar nicht. Ach, packen doch noch so gut. So, ich würde mal sagen, wir können den natürlich jetzt erschießen. Ne, pass auf, ich bin sozial. Scheiße, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. War auch so gut. Machen das jetzt mal sehr zart jetzt. Was soll ich? Ich soll den runterschießen? Ja, komm, das wäre so schade um die Dellen im Motorrad. Ach scheiße, das sagt der Richtige, der jetzt auch noch mit dem Auto hin drauf fährt. Hallo. So, fahren wir ganz schnell auf das Motorrad. So, ab zur Autowaschanlage. Folgen wir dem mal. Ja, auf diesem Motorrad kann man leider nicht so viel sehen. Ich kann mich zwar hier auch ducken, ein bisschen, aber man sieht leider keine Anzeigen, wie schnell wir fahren. Muss man leider so richtig tief runtergucken. Es gibt ja auch Motorräder, da muss man da nicht so weit runtergucken. Weil es natürlich eine relativ sportliche Variante hier, was wir hier treiben. Hupe haben wir auch. Oh, eine Waffe auch. Oh, scheiße, habe ich in meinen Arsch geschossen. Das war ein Einlauf der modernen Sorte. Wobei, so im Detail wollte ich das wahrscheinlich jetzt auch nicht wissen. Und auf dem Motorrad scheint es auch zu klappen. Mit dem Zielen. So. Dann wollen wir mal. Wir halten immer die Waffe raus. Ist im Prinzip wie bei so einem Kavum. Scheiße, jetzt haben wir noch die Bullen am Hals. Das war eine ganz schlechte Idee. Wo ist denn die Waschanlage überhaupt? Hier muss doch irgendwo sein. Verdammte Brezel. Und jetzt genau da, wo die Fahndungssterne sehen, ist gerade die Framerate. Das heißt, ich kann leider nicht sehen. Oh, da ist wieder hier mein Freund Simon. So, drehen wir mal. Und tarnen uns als Abbieger. Ja. Ganz notgedrungen biegen wir mal schnell ab. Ah, geht doch, Mensch. Gut. Und dann fahren wir noch ganz schnell zurück. So. Ach, da ist er ja schon. Ich dachte, ich stand da gerade noch an der Ampel. Ah. Finde ich aber auch. Ja, da geht doch. Was? Nee, ach komm. Aber jetzt hier. Ach so. Welche Richtung ist der nächste weggefahren? Hier ist ja gar nichts. Muss er hier um die Ecke gefahren sein, ne?
Gut, und mit diesem Erfolg würde ich sagen, kann man auch erweitern. Kopfschüsse 4 bis 6, ein paar, ne? 11, 53, ja, ne, super. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich.